Bäume und Sträucher, Kräuter und Gräser, Farne und Moose bilden den Wald. Die Bäume geben uns Holz und Rinde, Sträucher und Kräuter, Blüten, Beeren und Blätter. Beerenzeit, Pilzzeit. Welche Freude und Erholung für alle, die Früchte des Waldes zu sammeln. Wir ernten Edelkastanien, Haselnüsse, Holunderbeeren und Bucheckern. Von alters her fanden in der Hausapotheke Kräuter und Beeren des Waldes Verwendung. Heute sind sie auch für die Heilmittelindustrie unentbehrlich. Tollkirsche oder Belladonna, krampflösendes Mittel, besonders bei Magenkrämpfen, rezeptpflichtig. Großer Baldrian, das altbekannte Hausmittel als Tee und als Tropfen. Zur Beruhigung, als Schlafmittel und bei Magenverstimmungen. Roter Fingerhut oder Digitalis, in Tabletten oder Tinkturen als Herzmittel. Nicht ungefährlich, rezeptpflichtig. Wie arm wäre unser Weihnachtsfest ohne den Weihnachtsbaum? Rechtzeitig wird Vorsorge getroffen und mit dem Schlagen der Bäumchen begonnen. Der Händler begleitet Förster und Bauer und vereinbart an Ort und Stelle den Preis, der vor der Abfuhr bezahlt werden sollte. Als Weihnachtsbäume sind gut ausgeformte Bäumchen mit dunklen Nadeln gefragt. Alle Bäume sind zu entnehmen, die sonst bei den ersten Durchforstungen als Reiserstangen geschlagen würden. Dieser Weihnachtsbaum bringt jetzt etwa 3 Mark. In 10 Jahren würde er als Bohnenstange nicht mehr als 30 Pfennige wert sein. Der Händler möchte natürlich die schönsten Bäume. Aber Bauer und Förster müssen darauf achten, dass die verbleibenden Bäume einen gleichmäßigen, größeren Wuchsraum erhalten. Lücken wie hier dürfen in der Kultur nicht entstehen. Erst beim Durchforsten der Stangen und Baumhölzer fällt Nutz- und Brennholz an. Die besten Bäume werden belassen. Das Durchforsten ist so zu planen, dass Wind, Sturm und Schnee den Bestand und die Nachbarbestände nicht gefährden. Der Förster zeichnet die zu schlagenden Bäume an. Die Nadelstangenhölzer werden alle 3 bis 5 Jahre durchforstet. Dabei fallen etwa 8 bis 15 Festmeter je Hektar an. Die ersten Durchforstungen in den Stangenhölzern erfolgen in Einmannarbeit. Mit der leichten Iltis-Axt werden die Stämme in 1 bis 1,5 Meter Höhe geastet. Ein Fallkerb wird geschlagen. Und der Stamm dann dicht über dem Boden mit einer Einmannsäge abgeschnitten. Und zu Boden gebracht. Um das Zurichten der Stangen zu erleichtern, wird die Stange auf einen Bock gelegt. Mit dem Schäleisen wird in einem Arbeitsgang entrindet, entastet und gezopft. Tragen verbraucht unnötig Kräfte. Mit einem Strick oder einer Ziehkette geht es schneller und leichter.
Die Stangen werden klassenweise schräg oder parallel zur Abfuhrrichtung gestapelt. Stangen, die nicht die erforderliche Länge haben, kommen eine Klasse tiefer. Die ersten Durchforstungen bringen vor allem Reiserstangen von 2 bis 7 cm Durchmesser und 1,5 bis 11 Meter Länge. Diese dünnen Stangen eignen sich für Reb- und Tomatenpfähle, Bohnenstangen, Staketen und Heureuter. Holz wird nach der Holzmessanweisung der sogenannten HOMA sortiert und vermessen. Der Durchmesser der Stangen wird mit einer Stangenkluppe 1 Meter über dem stärkeren Ende ermittelt. Die einzelnen Schichten haben die gleiche Stückzahl. Die Käufer bevorzugen Stangen mit gerade geschnittenen Enden. An einem Pfahl, der am Kopfende eines jeden Stapels eingeschlagen wird, werden die Klasse und die Anzahl der Stangen mit Buntstift vermerkt. Durch spätere Durchforstungen werden Derbstangen von 7 bis 14 cm Durchmesser und einer Länge von 8 bis 18 Meter gewonnen. Aus ihnen lassen sich Leiterbäume, Betonstützen, Baum- und Koppelpfähle schneiden. 27. Der Verkauf der Stangen erfolgt nach Stück oder Festmeter. Jeder Stapel erhält eine Nummer. Werden die Bäume stärker als 14 cm, so ergeben sie bereits Stammholz. Beim Pflegehieb werden vor allem die schlecht geformten Bäume beseitigt und die besseren begünstigt. Sie bringen neben schwächerem Stammholz Grubenholz, Schwellenholz, Faserholz und Brennholz. Der Waldbauer wird sich über die Verkaufsmöglichkeiten der einzelnen Holzarten informieren und bevorzugt die Sortimente einschlagen, nach denen Nachfrage besteht und die den besten Erlös erwarten lassen. Dieser Baum wird mit der Motorsäge in Einmannarbeit gefällt. Achtung, Baum fällt! Sobald ein Stamm liegt, wird die Bruchleiste oder der Waldbart abgeschnitten. Die Äste werden mit der Axt entfernt. Um die Unterseite asten zu können, wird der Stamm mit dem Wendehaken gedreht. Kranke Stämme sind gesund zu schneiden. Können Zweige von Nadelhölzern als Schmuck und Deckreisig oder an Kranzbindereien abgegeben werden, so muss man den Einschlag rechtzeitig durchführen. Zapfentragende Zweige sind zur Advents- und Weihnachtszeit gut abzusetzen. Der Handel kauft Grubenlangholz über 4 Meter Länge und bis zu 20 cm Durchmesser ohne Rinde, das er auf Sammelplätzen einschneiden lässt. Nadelgrubenholz ist stets zu entrinden und auf Unterlagen zu legen, damit es gut austrocknet. Die Maße des Grubenkurzholzes sind nicht einheitlich. Jede Grube gibt dem Händler ihre besonderen Wünsche an. Mit der Motorsäge geht es schneller. Stempel und Spitzenknüppel werden zum Ausbau der Grubenstrecken verwendet. Krumme oder kranke Stücke werden zu Brennholz aufgearbeitet. Der Weitertransport des Holzes erfolgt mit Lastkraftwagen. Oder, falls der Einschneideplatz wie hier an einer Bahn liegt, auch mit Waggon.
Beim Fällen der hiebreifen Stämme darf weder der Stamm noch der Jungwuchs Schaden erleiden. Auch die spätere Abfuhrmöglichkeit ist bei Bestimmen der Fellrichtung zu berücksichtigen. Laubbäume werden in der Regel im Winter eingeschlagen. Hier hat die Saftruhe bereits eingesetzt. Die Blätter beginnen zu fallen. Zweckmäßige Kleidung behindert nicht bei der Arbeit und schützt den Körper vor Schäden. Die Schuhe haben Eisenkappen. Sehr wichtig sind die Knieschützer. Bei schlechter Witterung wird eine Rückenschürze umgelegt. Mützen mit Stahlblecheinlage oder Schutzhelme schützen bei der Fellarbeit den Kopf vor herabfallenden Ästen. Auf dem Transport sollten alle Schneiden der Werkzeuge mit Schutzvorrichtungen versehen sein. Der fortschrittliche Waldbauer verwendet erprobte Geräte, die das Eignungszeichen des Forsttechnischen Prüfausschusses tragen. Schon mit dem Fällen des Baumes beginnt das Zurichten für den Markt. Die Fallrichtung wird bestimmt und das Werkzeug entgegengesetzt der Fallrichtung abgelegt. Der Stammfuß wird freigemacht. Der Jungwuchs zur Seite gebogen und mit einer Astgabel am Boden befestigt. Erst denken, dann arbeiten, gilt auch im Bauernwald. Die Wurzelanläufe werden beigehauen, soweit sie nicht zum Keilen erforderlich sind. Dadurch entsteht ein ebener Fallkerbtisch. Der Fallkerb wird flach und tief angelegt. Seine Tiefe beträgt etwa ein Fünftel bis ein Viertel des Stammdurchmessers. Bei stark bekronten Bäumen ist er tiefer. Er entfällt bei Stämmen mit kleiner Krone und fehlenden Wurzelanläufen. Der Fellschnitt wird so durchgeführt, dass er etwa 2 Finger breit über der Fallkerbsohle herauskommt. Dadurch wird ein Aufreißen des Stammes verhindert. Das Keilen verhindert ein Klemmen der Säge. Der Waldbart bleibt am Stamm. Das Fällen wertvoller, starker Stämme erfordert große Erfahrung und fachliches Können. Die Wurzelanläufe werden beigehauen. Der Fallkerb wird geschlagen. Und die Fallrichtung nochmals überprüft. Um das wertvolle untere Stammstück nutzen zu können, wird der Fellschnitt möglichst dicht über dem Boden geführt. Fellkeile, am besten aus Leichtmetall, werden nach Bedarf angesetzt und nachgetrieben. Achtung, Baum fällt! Das Holzfällen ist eine schwere Arbeit. Die Motorsäge erleichtert sie. Doch das Handhaben des Gerätes will gelernt sein. Glatt und leicht entfernt man mit der Motorsäge die Wurzelanläufe. Und legt den Fallkerb an. Um Stämme mit Schälholzeigenschaft wie diese Buche vor dem Aufreißen zu schützen, wird eine Stammpresse etwa 30 bis 50 cm über dem Fellschnitt angesetzt. Den gleichen Zweck erfüllt auch eine Kette, die 2 bis 3 Mal um den Stamm gelegt und mit Holzkeilen gespannt wird.
hängende oder hängengebliebene Stämme und Stämme in wertvollen Mischbeständen sicher in eine bestimmte Richtung zu lenken, verwendet man den Greifzug. Das Zugseil führt zu einem in der Fallrichtung stehenden Baum. Ein Gummipolster schützt seine Rinde vor Verletzungen. Aus Sicherheitsgründen kann eine Umlenkrolle eingeschaltet werden. Achtung, Baum fällt! Die Äste werden sauber abgeschnitten. Die Arbeitsverfahren wechseln je nach Holzart, Hiebsort, Geräte und Maschinenausrüstung. Der zuständige Forstbeamte erteilt bei seinen Reviergängen Rat. Hier zieht eine Zugmaschine die Baumkrone zum Holzlagerplatz. Das gibt kurze Wege beim Aufsetzen des Schichtholzes und erspart ein Rücken des Holzes mit einer Rückekarre zu den Schichtholzstößen. Der Weltbedarf an Faserholz steigt ständig. Trotzdem sollte man niemals als Langholz geeignete Stämme zu Faserholz zerschneiden. Faserholz fällt beim Durchforsten und beim Gesundschneiden kranker Stämme, bei Wind- und Schneebruch sowie aus den Zöpfen an. Es wird auf 1 bis 2 Meter Länge geschnitten. Die Stöße sind 104 cm hoch. Holz von 7 bis 14 cm Durchmesser sind als Rollen, Stücke von 14 bis 20 cm Durchmesser als Rollen oder Spaltstücke aufzusetzen. Fehler in starken Rollen sind durch Spalten zu beseitigen. Auch beim Faserholz macht sich sorgsames Sortieren bezahlt. Brennholz wird heute nur noch in geringen Mengen benötigt. Es wird mancherorts unaufgearbeitet an Selbstwerber abgegeben. Krumme Stücke sind oben zu lagern. Aus dem astigen Zopf fällt ein Schwellenstück an. Buche, Eiche, Kiefer, unter Umständen auch Roteiche und Lärche, eignen sich zu Schwellenholz. Holz mit faulen Astlöchern, stärkerem Drehwuchs, Verblauung bei Kiefer und Fäulnis ist für Schwellen ungeeignet. Die Schwellen sind so zu stapeln, dass sie gut austrocknen können. Der Eichenstamm wird von allen Seiten begutachtet. Neben sauberer Aufarbeitung bietet geschicktes Sortieren und Aushalten des Holzes die Voraussetzung, um höchste Verkaufserlöse zu erzielen. Auch der Käufer kann so richtig kalkulieren. Das Stammende ist geradschäftig und astrein. Die Jahrringe sind fein und gleichmäßig aufgebaut. Es ist daher Güteklasse A und eignet sich zum Furnieren. Es wird gesondert vermessen. Mit dem 1 Meter Ablenkstab wird der Stamm von der Mitte des Fallkerbs aus gemessen. Hierbei werden 1% der abgemessenen Menge, höchstens jedoch 10 cm, für die Schnittverluste des Käufers am Ende zugegeben. Dies ist ein B-Stück und der dahinterliegende Zopf ergibt eine Schwelle. B- und C-Holz werden in der Regel nicht getrennt, weil sie meist an denselben Käufer gehen. Das Ausscheiden von Güteklassen ist für den Waldbauern meist günstiger. Hier endet das C-Stück. In der Mitte des Stammes wird ein Messring angebracht. Rinde und Bast sind zu entfernen. Beulen sind aufzuhauen. Bei der Buche wird die Mitte durch ein Kreuz vermerkt
und die Rindenstärke in Abzug gebracht. Größere Verletzungen der Rinde würden das Stocken des Holzes begünstigen. Holzgüte und Länge des Stammstückes werden mit Buntstift am Stammende angeschrieben. Der Durchmesser wird bei über 20 cm starken Stämmen über Kreuz gemessen. Bei jeder Messung und beim Durchschnitt zählen nur ganze Zentimeter. 57. Der Durchmesser wird am Stammende angeschrieben und in das Nummerbuch eingetragen. Der Förster berät den Waldbauern und gibt ihm Hinweise für die Verkaufsverhandlungen. Auch die Waldbauernvereinigungen oder die Forstämter der Landwirtschaftskammern vermitteln anhand der Nummerbücher Sammelverkäufe mit bekannten und zuverlässigen Firmen. Es ist zweckmäßig, vor der Abfuhr, die möglichst nur bei gutem Wetter erfolgen sollte, Holzzettel oder Erlaubnisscheine auszustellen, damit eine Kontrolle bei der Holzabfuhr möglich ist. Kleine Mengen werden am besten an örtliche Interessenten verkauft. Jedoch empfiehlt es sich nicht, aus größeren Losen die besten Stämme vorweg zu verkaufen, da die Restposten schwer abzusetzen sind. Bei unsicherer Marktlage kann der Waldbauer einen Vorvertrag abschließen, in dem die geschätzten Mengen und die Preise für die anfallenden Holzsorten und Klassen festgelegt sind. Die Kaufpreisberechnung erfolgt dann nach der Aufmaßliste. Ist der Abtransport des Holzes mit großen motorisierten Fahrzeugen möglich, kann der Waldbauer für einwandfrei sortiertes und sauber aufgearbeitetes Qualitätsholz auch im Bauernwald die gleichen Preise erzielen wie größere Forstverwaltungen.